wenn x minus y gleich 6 ist und y minus z gleich 8 ist, dann ist x minus z gleich zu einer dieser fünf Antworten. Wenn x minus y gleich 6 ist, dann ist x gleich y plus 6. Wenn y minus z gleich 8 ist, dann ist z gleich y minus 8. Und demzufolge gilt x minus z gleich y plus 6 minus y minus 8. Das Minus verschwindet mit diesen Klammern, indem man innerhalb der Klammern alles entgegengesetzt nimmt. Das bedeutet also, dass x minus z gleich ist zu y plus 6 minus y plus 8. Y minus y, das macht 0. Und 6 plus 8, das macht 14. Demzufolge ist Antwort E die richtige.